Also, willkommen zurück zu Paper Mario. Wir sind hier bei Toho Boho Schloss. Im letzten Part war man dort der windigen Schlucht, wo ein kleines Dorf mit Buhus sich befindet. Dort sind wir tatsächlich auf Toho Boho getroffen. Aber wir haben uns unsichtbar gemacht, damit man uns nicht sehen kann. Er hat sich dort nämlich wieder ein Buhu einverleibt. Nämlich der gute Stanley war es, wenn ich recht entsinne. Und naja, wir sind jetzt hier, um das Ganze Einheit zu gebieten. Aber nicht mit Bu, sondern mit Gubario. Denn er hat in seinem Schloss ein Geheimnis neben seinem Bett stehen. Wir brauchen doch Bu hier. Denn die Dinger können uns wieder rausschmeißen, wenn sie uns sehen. Jetzt geht links rum. Rechts brauchen wir einen Schlüssel. Ja. Das sind komische Ufos. Rausschmeißer Ufos. Geht weg. Wir sind eigentlich gar nicht hier. Oh. Look at that. Aha. Was habt ihr denn? Klubbers. Das sind Klubber. Klubber sind die Hauptwachen der in den Toho-Schloss. Maske B8, Angst 3, Verteidigung 0. Auf Schlafen wäre das Dienstes. Wenn du sehr lange langsam gehst, machen sie vielleicht gar nicht auf. Sie sind zwar sehr groß, aber mit den richtigen Einsatz des Action-Mannes sind sie nicht ganz so hart. Sind sie das? Oh Gott, ich habe schon wieder keine BP mehr. Schwer, das zu verteidigen. Nee, kaputt. Kannst du auf den springen? Tatsächlich. Ich dachte, die Stachelkugel verhindert das. Ey, mehr Verteidigung, das ist auch... Das ist auch gut. Dann macht immer Erfrischung für uns. Und Gubario erledigt den Rest. Ja, ich glaube, wir werden die Kämpfe hier, soweit es geht, vermeiden. Weil, wie gesagt, ich... Verteidigen hier ist wirklich ziemlich schwer. Und bevor ich hier sterbe, wie gesagt, vermeide ich erstmal die Kämpfe. Ich mache das nur um. Ich habe es nur gemacht, um den zu scannen. Aber wenn es zu einem Kampf kommt, dann wechsle ich lieber zu Koopa. Ui. Hier ist ein Orden. Da komme ich nicht ran. Jedenfalls nicht. Ich will schon gerne den Orden. Wozu ist das Sprungding eigentlich da, wenn wir da nicht hochkommen? Geh weg. Wir wollen dich nicht haben. Was haben wir hier? Auf jeden Fall ein schlafender Klubber. Wie schnell komme ich hier drauf? Ansonsten lasse ich es mal hier aufzuwecken. Weiter geht's im Schloss. Mit weiteren Klubbers. Und noch ein Sternsplitter. Wie kommen wir denn da dran? Ja, treffe ich von der Tür weg, genau. Gute Idee.
Aha, weg bin ich. Warte mal. Was ist hier? Ein Schlafmarkt-Schlubber. Ich mach mal einen ganz großen Bogen um ihn, okay. Langsam und vorsichtig gehen wir voran. Auch um ihn. Machen wir einen großen Bogen. Und stopfen hier durch. Er hat nichts bemerkt. Sehr schön. Was haben wir hier drinne? Schlauchschlüssel. Das wird uns weiterhelfen. Oh, ich hab mich erschreckt. Was warst du denn hier? Oh, du bist Mario. Netter Ort hier, was? Ich bin mit meinem Freund hier gekommen, um Turbos Schwachstelle herauszufinden. Wir können Erfahrung bringen, dass ich in Turbos Schwachstelle nur eine oberste Staffel eine sehr wichtige Sache finden muss. Aber als ich von meinem Freund getrennt wurde, konnte ich mich nur noch verstecken. Aber du könntest gehen. Als erstes musst du ins oberste Stockwerk gelangen. Gehe geradeaus, bis du im Schlafzimmer bist. Wenn du triffst, kämpfe nicht. Ich werde die Viole. Kämpfe nicht gegen ihn. Er ist unbezwingbar, ehrlich. Wo du sein Geheimnis rausgefunden hast, ist es besser, davon zu laufen. Was ist das? Na gut, auf jeden Fall danke für die Heilung hier. Das hatten wir bitte nötig. Hier ist eine Tür. Okay, hier ist nichts. Nicht gegen kämpfen. Hm. Na. Da können wir direkt bei Bu verstärken. Dann hat er jetzt auch endlich mehr Angriff. Und. Was hat er dazugelernt? Ich habe es jetzt nicht gesehen. Ach, hier ist das Team. Ach, Spuk. Ein Attack kriegt er so, dass sie vom Kampf fliehen. Wirklich immer. Aber ein Versuch ist es immer wert. Oh. Wir sind nicht hier. Wir sind nicht hier. Wir sind nur auf der Durchreise. Gar nicht anwesend. Tritt mal Kupfer raus. Auch wenn Puh jetzt stärker ist. Ah. Hier kommen wir raus. Verstehe. Ist der jetzt aufgewacht? Anscheinend. Gut, dann können wir jetzt zur anderen Seite gehen. Denn wir haben ja die Schlüssel dafür. Nein. Die kriegen wir jetzt nicht. Danke dafür. So langsam und vorsichtig. Treppe rauf. Die kriegen es niemals. Neunundneunzig Sternpunkte. You know what? Ein Kampfkönig bitte auch noch. Damit wir das Level abbekommen. Oh, ausgerechnet gegen vier. Ja, wir gehen all out. Wir gehen all out.
Manu. Ach. Yay, einmal. Einmal. So, Fokus. Und der Rest macht dann Koopa. So. Da haben wir dann unser Level ab. Mit 12 Sternpunkten. Und wir machen auf jeden Fall OP. Wir haben wieder Zeit für OP. So, dann können wir auch mal einen Ort einsetzen, den ich schon geplant hatte. Nämlich... wo ist es denn? Glück gehabt. Mit dem werden unsere Gegner... Wenn die Gegner uns manchmal verfehlen. Mach doch Bu! Ach, du Heiliger. Wir sind nicht hier. Du kannst uns nicht sehen. Eine Brücke über dem Hauptraum. Über die Lobby quasi. Auch nicht schlecht. Finde ich ein bisschen stilvoll. Na, guck mal raus. Immer schön langsam. Will jetzt nicht wecken. Dass die davon nicht aufwachen. Das ist nervig. Rein, haha. Oh, so heißt es. Es ist so ein Raum. Ah, Mist, zu früh. Ich muss ein bisschen gehen. Und übermachen. Und durch. Hier ist noch ein Schlüssel. Eine hübsche Falle ist das. Wenn doch nicht sonderlich effektiv. Zumindest in unserem Fall. Aber wir können... Turbo-Provoker kann doch nicht an, dass ausgerechnet jemand mit einer Undieper-Fähigkeit hier ankommt. Ach du Heiliger! Da kommt er gerade angerast. Mit seiner Keule. Und will uns platt machen. Das sieht verdächtig aus. Das können wir nicht wegschieben. Aber ich guck noch kurz, ob hier irgendwas ist. Ja. Der bewacht die Tür. Was echt blöd ist. Okay, hier geht's nur drum. Hier geht's nur rundherum. Ui, Münzen. Hier können wir das aufmachen. Damit kommen wir wahrscheinlich hoch, oder? Paracarry wahrscheinlich. Auf das schön weiche Bett drauf. Das schön weiche und vor allem große Bett. Was bringt das genau nochmal? Dass wir auch das Regal können? Ja, noch irgendwas genau hier. Hier ist nämlich ein
Kampfrauschorden in der Nullfeuersicherung Klasse 4. Geheim versteckt. So, was bringt das jetzt genau hier? Wir brauchen. Haben wir nicht sogar einen Schlüssel? Ach, wir haben sogar einen Schlüssel. Gut, aber das wirklich nur für diesen Orden hier. Ansonsten. Ja. Nehme ich halt Cooper wieder. Oh, hier ist ja doch noch was. Ich glaube, gegen den müssen wir jetzt kämpfen. Na gut. Dann wieder von der Tür weg. Oh, natürlich sind wieder vier. Sind sie vielleicht schwach gegen Schlaf? Ich meine, die sind doch immer am Schlafen. Von daher kann man mal probieren. Ah, sehr schön. Alle vier schlafen. Hier schön bearbeiten. Du machst einfach Fokus. Für diese Runde. Während du wieder alle rempelst. Tot. Machen wir das noch fertig. Bock. Weißt du was? Erfrischung. Um ein bisschen PP zurückzubekommen. Und du machst den noch fertig. So, damit jetzt bin ich frei für diese Tür. Schlüssel haben wir bereits. Und ab durch die Mitte. Mit ein Ahornsirup. Dafür. Es geht weiter die Treppe hinauf. Wir müssen dann, glaube ich, ins Zimmer gleich kommen. Hoffe ich doch mal. Oh ja, da ist er. Da ist er schon. Was ist das? Er ist hier faul. Oh je. Wir brauchen die wieder, Buh. Verstecken muss einfach. Kommt jetzt auch noch nicht. Ja, er kommt. Okay, ist jetzt weg. Gefährlich, wenn er hier in der Nähe ist. Geh nach links. Ja, danke dafür. Schnell weg. In dieses Zimmer, nein. Wir brauchen wieder einen Schlüssel. Oh je. Da wollen wir nicht gegen kämpfen. Ganz laut und vorsichtig durchschleichen.
Und es gibt zwar jede Menge Sternpunkte, aber das ist nicht wirklich wert. Jetzt langsam wieder zurück. Vorsichtig. Vorsichtig. Geschafft. So. Das muss doch sein Schlafzimmer sein, oder? Ui, Speicherblock. Gute Sicherheit. Oh, es geht noch weiter. Also wir sind noch nicht ganz durch. Ach, das sieht nach Schlafzimmer aus. Oh no. Da ist er. Ich glaube, ich könnte Ärger kriegen. Der Stein ist fort. Und außerdem glaube ich, dass ich mit den Schlossen eingedrungen sein muss. Ich will gar nicht brauchen, ich erfahre ran. Er ist unheimlich. Das hat mich unbezwingbar gemacht. Aber wenn ich dir das Fahrzeug gemacht habe, dann wieder zu sehen, was ich vorher war. Ich möchte eigentlich wieder zu Bu wechseln, um ihn auszutricksen. Wie Mario da steht, mit der Nase so ans Bett gelehnt. Zeit für meinen Schönheitsschlaf. Na dann, gute Nacht. Ich nehme wieder Buch raus. Ein sprechender Schlüssel. Hallöchen, ich bin Ikiti. Ein treuer und sprechlicher Gefolgsmann von Meister Zauberblubber. Mein ausgewöhnlicher, wichtiger Job ist es, seine Wertsache zu bewachen. Aber du siehst gar nicht aus wie Meister Zauberblubber aus. Das bedeutet, du musst irgendwie verstehen, wenn mich die magische Schlüssel, der die Tür zum windigen Winkel am Ende der windigen Schlucht öffnet. Außerdem würdest du wohl das gar nicht, dass ich sie nicht immer für verdüften. Ja. Du bist ja sehr ehrlich, Person, nicht wahr? Hilfe, Meister Zauberblubber! Ein Dieb! Was soll der Krach? Noch 5 Minuten, Mami. Oh nein, er ist wach. Ah nee, Buu sagt das. Oh nein, er ist wach. Wir müssen rennen. Hab jetzt einen mit der Schlüssel. Schnell, bevor er sieht, dass wir hier sind. Kommt an. Gerannt. Hey, du Dieb, halt! Da! Das ist nicht gut. Er hat einfach sein eigenes Haus kaputt. Wir müssen hier lang. Na gut, dann gehen wir hier lang. Nein, bevor er ankommt. Ich kann ihn hier stampfen hören. Da kommt er. Schnell. Hier gibt's auch keine Gegner mehr, kann das sein? Ist alle weg. Der wird gestört werden anscheinend. Und noch die UFOs im Platz. Die hat er kaputt gemacht. Schnell. Endlich haben wir Turbo Schloss erreicht. Seid ihr bereit? Verdammt, wir müssen alles tun, was in unserer Macht steht, um Lady Boo zu helfen. Aber was können wir tun? Jetzt ist es nicht der richtige Zeitpunkt, die Nerven wegzuschmeißen. Unsere lieben Lady kämpft mit gegen Turbo. Wir dürfen nicht zögern. Sofort zurück. Was ist das für ein Geräusch? Oh, Papa ist hinter dir her. Und er ist auf der anderen Seite des Tores? Was? Du sagst, dass du vielleicht nicht auf den Schwachpunkt gefahren zücken könntest? Oh, natürlich, der Wind mit deinem Fuß des Hügels.
muss ich beeilen. Lauf schon, du kannst lebendige Mühle. Penny wird versuchen, Tupperblau hier festzuhalten. Das ist zu gefährlich. Das ist verrückt. Er wird jeden von euch fressen. Oh, lass das Tor nicht öffnen. Ich weiß nicht, wie lange wir ihn noch halten können. Kümmert dich um uns. Lauft. Lauft uns alle wohl. Blick nicht zurück. Das werden wir. Wir speichern auch gleich hier. Ich rieche dich, Geister. Öffne das Tor. Wir fliegen ganz schnell weg. Ich rieche dich, Geister. Öffne das Tor. Ich nehme trotzdem mal. Raus. Weil ich glaube, die Kinder werden auch mal vermeiden. Und vor Turbo-Philosophien. Ich habe jetzt wirklich keinen Nerv gegen diese Kämpfe. Und ich glaube, die geben auch sowieso nicht mehr so viele Sternpunkte. Vor allem gegen den Kinder will ich nicht kämpfen. Auch nicht gegen diese einzelnen Goomba. Und du hast recht nicht. Lass mich durch. Ich bin Arzt. Riesen Gehalt, aber trotzdem. Wo ist der Speicherpunkt beim Wesen? Hier. Alles klar. So, hier ist die Mühle. Da gehen wir mal rein. Wir haben ja den Schlüssel dafür. Diesen Mystikschlüssel. So. Ich würde sagen, an diesen Stelle bin ich mal den Part. Wir sind hier, denke ich, erstmal sicher, hoffe ich doch mal. Und wir sehen uns am nächsten Part wieder, wenn wir herausfinden, was für ein Geheimnis hier in der Mühle sein soll, angeblich. Ja, und das bis dahin sage ich dann, bis dann und Aloha.